Peter Eckhart, seine Erfahrung der Gottesnähe vor allen Leuten während seiner Predigten ausbreitete, hat ihn in Misskredit gebracht und er wurde der Ketzerei angeklagt. Mit bemerkenswertem Selbstbewusstsein verteidigte er sich. Gegeben zu Köln, 26. September 1326. Erstlich erkläre ich öffentlich vor euch Kommissaren der Inquisition, in Anbetracht der Freiheit und Privilegien unseres Ordens bin ich nicht gehalten, vor euch zu erscheinen. Noch auch die gegen mich erhobenen Vorwürfe zu beantworten. Da ich nie der Häresie beschuldigt worden bin, noch in solchem Ruf gestanden bin, wofür mein Leben und mein Werk Zeugnis gibt. Daraus folgt zweitens, dass der Auftrag, den euch der ehrwürdige Vater, der Herr Erzbischof von Köln gegeben hat, keinerlei Rechtskraft besitzt. Wenn ich geringeren Ruf beim Volke genesse und minderen Eifer in der Gerechtigkeit hätte, fürwahr, ich bin überzeugt, dass von meinen Neidern derartiges keiner gegen mich versucht hätte. Meister Eckhart ist 66 Jahre alt. Er hat überaus erfolgreich im Dominikanerorden gewirkt. Er hat in Paris Theologie gelehrt, er hat Klöster inspiziert, gepredigt, getröstet. Er ist angesehen und beliebt. 1326, ein Jahr vor seinem Tod, glauben seine Gegner, endlich genügend Material gegen ihn in der Hand zu haben. Seit 3 Jahren ist er in Köln und begnügt sich nicht mit lateinischen Vorlesungen und Ansprachen an seine Ordensbrüder. Nein, er predigt auch öffentlich und in deutscher Sprache. Die Leute laufen ihm nach, der Neid wächst. 2 seiner Mitbrüder, Hermann de Summe und Wilhelm von Nideggen, haben sich den Kommissaren des Erzbischofs als Zeugen der Anklage zur Verfügung gestellt, um so drohenden Disziplinarmaßnahmen zu entgehen. Eckhart möchte, dass die Leute selbstständig werden. Er lässt sie glauben, jeder trüge Gott in sich. Der Vater, sagte er neulich anmaßend, zeugt in mir seinen Sohn. Die Seele, behauptet er, sei nicht nur mit Gott verwandt, sondern eins mit ihm. Ein und dasselbe. Das ist Ketzerei. Ja. Er verwirrt die Leute. Sie werden sagen, wozu brauchen wir noch die Kirche? Wozu die Sakramente? Jeder trägt Gott in sich und der Mensch wird sowieso nichts anderes, sagt Meister Eckhart, als Gott selber. Und das Schlimmste, er lehrt die Leute, alles in Vertrauen loszulassen. So würden sie Gottes mächtig, wie Gott seiner selbst. Und was immer in allen Engeln und Heiligen man finden mag, das sei dem demütigen Menschen zu eigen. Die Menschen ertragen doch solches Freisein von Dingen und Bildern nicht. Sie wollen geführt werden. Sie möchten sich orientieren. Hören sie nach innen, so erschrecken sie. Es packt sie die Angst davor, ihr eigener Herr sein zu müssen. Und so werden sie sich selber zur Last. Ein Mantel ist ihnen allemal lieber, als sich an eigener Gedankenkraft zu wärmen. Die Halbgebildeten missverstehen aus Angst fast alles. Ich halte viel von den Menschen. Traut man ihnen zu, dass sie Gott suchen, so finden sie ihn wohl. Aber es ist schwer, davon zu reden. Ich bin von Rechts wegen nicht gehalten, mich wegen der Sätze zu verteidigen, die aus mir zugeschriebenen Predigten entnommen sind. Denn Eckharts Rechtfertigungsschrift hat die Inquisitoren nicht bewegen können, sich in seine Erfahrungswelt hineinzudenken. Seine vertrauten und wohlwollenden Zuhörer haben ihn da besser verstanden. Für sie wurden die Bilder seiner Predigten zu Geschichten, so lebendig, als wären sie dabei gewesen. Schon früh bildeten sich eine Reihe von Legenden um den Meister.
Seine Schüler haben sie dann weiter verbreitet, um so unmittelbar anschaulich zu machen, worum es dem Meister ging. In einer dieser Legenden kam es für Meister Eckhart auf dem Weg in die Kirche zu einer Begegnung mit einem nackten Knaben. Wo kommst denn du her? Ich komme von Gott. Meister Eckhart fragte mit spielerischer Freude: Hast du ihn mitgebracht? Der Knabe strahlte ihn erwartungsvoll an. Und Meister Eckhart, angesteckt von so viel Freude, spielte mit. Wo hast du ihn gelassen? Im reinen Herzen ist er zu Hause. Meister Eckhart war berührt von der Antwort. Er senkte für einen Moment den Kopf. Nach einer Weile schaute er auf. Da war der Knabe verschwunden. Meister Eckhart drehte sich überrascht um. Er war aber mehr an einer neuen Antwort interessiert, als an der wundersamen Ortsveränderung des Knaben. Wie hast du Gott im reinen Herzen gefunden? Ich habe alles losgelassen. Und der Knabe ließ dabei die Säule los, an der er sich festhielt, und verschwand. Ich habe alles losgelassen. Hinter einer Säule schaute der vergnügte Knabe hervor und berührte Meister Eckhart an der Schulter. Der drehte sich aufgeregt um und berührte den Knaben behutsam an der Schulter, um sich zu vergewissern, dass er keinen Wachtraum hatte. Der Knabe entzog sich freundlich seinen Händen. Eckhart befürchtete schon, er wolle wieder gehen. Und wo willst du hin? Zu Gott. Da nickte Meister Eckhart ernst und ging langsam zu der Säule, an der der Knabe lehnte. Wer bist du? Ich bin ein König. Da spielte Meister Eckhart wieder mit. Lachend neckte er ihn. Wo ist dein Königreich? In meinem Herzen. Dann gib Acht, dass niemand einfällt und dein Königreich besetzt. Ich bin auf der Hut. Meister Eckhart nickte und zog sein Chorgewand aus. Nun musst du aber doch nicht nackt gehen. Nimm meinen Mantel. Ich habe alles losgelassen. Mit deinem Mantel um die Schulter wäre ich kein König. Und der Knabe verschwand vor den Augen Eckharts. Nachdenklich hing er sich langsam sein Chorgewand wieder um. Wer mag der Knabe gewesen sein? Es war wohl Gott selber. Und Gott selber machte Besuch bei Meister Eckhart und hatte seinen Spaß mit ihm. Das scheinbar unvernünftige Gespräch, drastische Bilder und unerwartete Vergleiche sind Meister Eckhart gerade recht als Katapult für den Höhenflug seiner Spekulation. Wer nun aber glaubt, das alles hätte nichts mit dem gewöhnlichen Leben zu tun, der muss sich nur eine seiner Predigten anhören. Nun gebt Acht. Ihr müsst dies wissen. Die Menschen, die sich Gott überlassen und mit allem Fleiß nur seinen Willen suchen, was immer Gott einem solchen Menschen gibt, das ist für ihn das Beste. Es sei nun Krankheit oder Armut oder Hunger oder Durst oder was immer es sei, was Gott über dich verhängt oder nicht verhängt hat oder was er dir gibt oder nicht gibt, das alles ist für dich das Beste. Und sei es, dass du weder Andacht noch Innerlichkeit hast, so stelle dich nur recht darauf ein. Und es ist für dich das Beste. Denn erinnert euch an diese Leute, die da im Vorhof des Tempels kauften und verkauften und die unser Herr hinaustrieb und verjagte. Wer waren diese Leute? Händler und Geldwechsler. Seht, alle die sind Händler und Geldwechsler, die sich zwar hüten vor groben Sünden und tun ihre guten Werke zur Ehre Gottes, wie Fasten, Wachen, Beten oder was es dergleichen mehr gibt, allerhand gute Werke. Und tun sie doch darum, dass ihnen Gott etwas dafür gebe oder dass ihnen Gott etwas dafür tue, was ihnen lieb wäre. Alles das sind Kaufleute. Das ist im groben Sinn zu verstehen. Denn sie wollen das eine für das andere geben. Und sie markten mit unserem Herrn und nehmen nicht, was er ihnen gibt.
obschon es das Beste für sie ist. Könntet ihr mit meinem Herzen verstehen, mit meinem Herzen erkennen, so verstündet ihr wohl, was ich sage. Stellst du dich nämlich recht darauf ein, dass du Gottes Ehre in allen Dingen im Auge hast und marktest nicht mit Gott und bist ein demütiger Mensch, so wirst du Gottes mächtig sein, wie Gott seiner selbst. Denn es ist eine Kraft im Geist, die ist allein frei. Bisweilen habe ich sie eine Burg der Seele genannt oder eine Hütte des Geistes oder ein Fünklein. Und doch ist sie von allen Namen frei, von allen Formen bloß und aller Bilder ledig. In dieser Kraft gebiert der Vater den Sohn auch in dir und wohnt dir inne, grünend und blühend mit seiner ganzen Gottheit. Dass wir so leben mögen, dass wir diese Wahrheit ewiglich empfinden, dazu helfe uns Gott. Amen. Alles, was er erlebt, gearbeitet und gedacht hat, versammelt Meister Eckhart in den deutschen Predigten seiner letzten Jahre. Da wird nicht amtlich belehrt oder pflichtgemäß erbaut. Nein, es drängt ihn einfach zu reden. Er kann nicht verschweigen, was er erfahren hat und was ihm bewusst geworden ist. Wenn in der Kirche niemand gewesen wäre, so sagt er einmal, dann hätte ich dem Opferstock gepredigt. Meister Eckhart hat fast 7 Jahrzehnte eines Lebens in turbulenten Zeiten hinter sich. Er entwickelte seine Theologie von der Gottesgeburt in der Seele in einer Zeit ungeheurer sozialer Umwälzungen. Die Gottesgeburt in der Seele findet nicht in Frieden und Wohlstand statt. Mitten im Interregnum, in der kaiserlosen, schrecklichen Zeit, wurde er um 1260 geboren. Als er 10 Jahre alt war, scheitert der letzte Kreuzzug vor den Toren von Tunis. 1291 fällt mit Akkon die letzte christliche Bastion im Heiligen Land. Der Traum von der christlichen Weltbeherrschung ist ausgeträumt. Der soziale Abstieg des Rittertums ist unaufhaltsam. Die Städte steigen auf und machen sich politisch von bischöflicher Herrschaft los. Hergebrachte politische Ordnungen sind brüchig geworden. Die Mystik ist selbst anti-institutionell, denn die unmittelbare Begegnung der Seele mit Gott braucht weder Sakramente noch Priester. Doch bei Meister Eckhart kommt sie nicht aus einem Rückzug in die Innerlichkeit, sondern aus der genauen, lebenslangen Kenntnis kirchlicher Organisation, in der er führende Positionen bekleidete. 1277 finden wir Eckhart als Dominikaner zum Studium in Paris. Es ist das erste gesicherte Datum seines Lebens. 1293-94 kehrt er dann wieder nach Paris zurück und beendet sein Studium als Meister. Das entspricht unserem Doktortitel. Und dann kehrt er noch zweimal, nämlich 1302 und 1311, wieder nach Paris zurück, und zwar als Professor. Paris ist das wissenschaftliche Zentrum der Zeit. 4 Aufenthalte dort, zahlreiche Bibelkommentare aus seiner Feder und der Entwurf zu einem unvollendeten systematischen Werk erweisen Meister Eckhart als einen der Spitzenintellektuellen seiner Zeit. Aber er verbringt seine Tage weder in der Zelle des Eremiten noch in der Studierstube des Gelehrten. Eckharts Karriere als Funktionär seines Ordens beginnt sofort mit Studienabschluss. Er wird Prior des heimatlichen Dominikanerkonvents in Erfurt, dann Vikar von Thüringen, schließlich Provinzial der Ordensprovinz Saxonia, die ganz Mittel- und Norddeutschland bis in die heutigen Niederlande umfasst. Der Theologe Eckhart führt das rastlose Leben eines Managers.
Der Mystiker organisiert Klöster und die neuen Methoden der Seelsorge in den aufstrebenden Städten. Er weiß, dass auf Traditionen kein Verlass mehr ist. Wie am Anfang des Christentums ist auch heute jeder aufgerufen, seine Gotteserfahrungen selbst zu machen, selbst den Weg nach innen zu gehen und den Glauben aus der eigenen Erfahrung wachsen zu lassen. Meister Eckhart wird nicht müde, seine Brüder darin zu unterweisen, wenn sie zu Lehrgesprächen beieinander sitzen. Die Leute kommen in Scharen in unsere Predigten. Sie werden so leicht zum Spielball, einmal der einen, einmal der anderen Wunder lehren. Wie sollen wir sie lehren, die Ungewissheit der Zeit zu ertragen? Das Wichtigste ist, dass sie die Gelassenheit in sich selbst finden. Darum, wenn ich predige, sage ich zuallererst, dass der Mensch sich aller Dinge und sogar seiner selbst entledigen soll. Nur so wird er hineingebildet in den ungeteilten Gott. Muss einer also alles verachten und für übel halten, was er selber ist? Nicht so, Bruder. Nur wenn einer auf die rechte Art sich selbst lieb hat, ist es gut mit ihm bestellt. Hast du dich selber auf die rechte Art lieb, so liebst du alle auf der Welt wie dich selbst. Und solange du auch nur einen Menschen weniger lieb hast als dich selbst, gewannst du dich nie wahrhaftig lieb. Was der Mensch liebt, das ist er. Wie ist das zu verstehen? Das ist so zu verstehen. Hat der Mensch einen Menschen lieb, ist er ein Mensch. Hat der Mensch Gott lieb? Jetzt wage ich nicht weiter zu sprechen, denn wenn ich sage, dann ist der Mensch Gott, könnte es sein, dass ihr mich steinigen wollt. Und wie liebe ich Gott in der rechten Weise? Du gedenkst voll Freude des großen Adels, den Gott in die Seele gelegt hat, so dass der Mensch auf wunderbare Weise zu Gott komme. Ich suche Gott im Gebet zu erreichen, aber es gelingt mir nicht. Das kräftigste Gebet und allermächtigste, um alle Dinge zu erlangen, ist jenes, das aus einem ledigen Gemüt hervorgeht. Das ledige Gemüt vermag alle Dinge. Was ist ein lediges Gemüt? Das ist ein lediges Gemüt, das durch nichts beirrt und an nichts gebunden ist, sich des Seinigen entäußert und in den liebsten Willen Gottes versenkt. Nimmer kann der Mensch ein noch so geringes Werk verrichten, das nicht eben daraus seine Kraft empfinge. Wie soll ich also beten? Nicht so, dass du etwas erreichen willst, weder Gott noch irgendeine Sache. Auch nicht so, dass du dich auf eine bestimmte Weise festlegst, aber bete mit Kraft und wünsche dabei, dass alles, Augen wie Ohren, so wie Herz und Mund, dass alle Sinne darauf ausgerichtet sind. Und höre nicht auf, ehe du empfindest, dass du im Begriffe bist, dich mit dem zu vereinen, der immer, auch in dir, gegenwärtig ist und zu dem du betest, Gott. Und doch verhindert das Gebet nicht, dass wir schwach und müde werden. Wir sind und bleiben zum Bösen geneigt. Eben darum ist der Mensch verächtlich und muss mit Gewalt zum Guten getrieben werden. Nein, Brüder, hätte der, um den es recht bestellt ist, die Gewalt zu wünschen, gerade dies, dass ihm die Neigung zur Sünde verginge, würde er nicht wünschen. Denn ohne diese Neigung stünden wir unsicher da, hätten nicht die Ehre des Kampfes und wären nicht gezwungen, uns mit Stärke zu wappnen. So sollen wir uns vielleicht unserer Schwäche freuen
und nützlich finden, dass der Mensch in Zorn, Ehrsucht und Sinnlichkeit fällt? Nun hör zu. Das sind zwei Menschen. Der eine ist von keiner Schwäche angefochten, der andere ist zu Zorn, Ehrsucht und Sinnlichkeit versucht. Der erste hat weiter nichts zu tun. Der zweite aber, wenn er in seinen obersten Kräften fest und unbewegt ist, kämpft kräftig gegen seine Schwächen an. Diese mögen in seiner Natur liegen. Manche Menschen neigen eben dazu, zornig, ehrsüchtig oder sinnlich zu sein. Aber die Neigung zur Sünde ist nicht Sünde, sondern sündigen wollen, das ist Sünde. Die Tugend wird in der Schwachheit vollbracht, sagt der heilige Paulus. Und so ist der zweite Mensch mehr zu loben. Und seine Tugend ist edler als jedes anderen. Was er uns sagt, ist nicht leicht zu verstehen. Und wer eurem Weg nicht folgen kann, stolpert über Sätze, die wie Widersprüche klingen. Wie findet man den rechten Weg nach innen? 6 Stufen führen zum Inneren und 9 Menschen. Auf der 1. Stufe richtet sich der Mensch nach dem Vorbild guter Leute. Wie ein Kind, das sich noch an Wänden und Stühlen anhalten muss. Die 2. Stufe ist es, wenn er jetzt nicht nur auf die äußeren Vorbilder, darunter auch auf gute Menschen schaut, sondern läuft und eilt zur Ehre und zum Rate Gottes und göttlicher Weisheit, kehrt dem Rücken der Menschheit und das Antlitz Gott zu, kriecht der Mutter aus dem Schoß und lacht den himmlischen Vater an. Die 3. Stufe ist es, wenn der Mensch mehr und mehr sich der Mutter entzieht und er der Sorge entflieht, die Furcht abwirft, sodass, wenn er gleich ohne Ärgernis aller Leute zu erregen Übel und Unrecht tun könnte, es ihn doch nicht danach gelüsten würde. Denn er ist in Liebe so mit Gott verbunden, in eifriger Beflissenheit, bis der ihn führt, in Freude und in Süßigkeit und Seligkeit, wo ihm alles das zuwider ist, was Gott ungleich und fremd ist. Die 4. Stufe ist es, wenn er mehr und mehr verwurzelt wird in der Liebe und in Gott, so dass er bereit ist, auf sich zu nehmen, alle Anfechtung, Versuchung, Widerwärtigkeit und Leiderduldung willig und gern, begierig und freudig. Auf der 5. Stufe lebt der Mensch allenthalben, in sich selbst befriedet, still ruhend, im Reichtum und Überfluss der höchsten, unaussprechlichen Weisheit. Aber erst auf der 6. Stufe ist der Mensch entbildet und überbildet in Gottes Ewigkeit und vergisst so alles zeitliche und vergängliche Leben und ist gezogen und hinüber verwandelt in ein göttliches Bild. So ist er Gottes Kind geworden. Und darüber hinaus, noch höher, gibt es keine Stufe, denn dort ist ewige Ruhe und Seligkeit. Denn das Endziel des inneren und neuen Menschen ist ewiges Leben. Meister, wie gern wollte ich, dass eure Seele in meinem Leib wäre. Wahrlich, da wäre sie töricht, denn sie könnte nichts damit anfangen. Ebenso wenig wie deine Seele in meinem Leibe etwas ausrichten könnte. Keine Seele, nämlich, vermag zu wirken, außer in dem Leib, dem sie zugeordnet ist. So werde ich niemals euren Weg gehen können. Geh deinen eigenen. Mach dich los, auch von mir. Greif in dich selbst. Du trägst doch alle Wahrheit wesenhaft in dir.
Die Belehrung von den 6 Stufen zum inneren und neuen Menschen entwickelte Meister Eckhart aus einer Predigt vom edlen Menschen. Übrigens der einzigen Predigt, die er selbst niedergeschrieben hat. Die meisten seiner Predigten und Belehrungen haben aber seine Zuhörer mitgeschrieben und wohl auch ein wenig verändert. 1311 bis 13 weilte er dann wieder als Professor in Paris. Nur Thomas von Aquin war vor ihm ein zweites Mal in die damalige Hauptstadt der Wissenschaften berufen worden. Die folgenden 10 Jahre, ehe er nach Köln ging, hielt er sich dann in Straßburg auf. Von dort aus visitierte er im Auftrag des Ordensgenerals die süddeutschen Schwesternkonvente und die in der heutigen Schweiz. Dabei lernte er in einem Kloster die Königin Agnes von Ungarn kennen. Ihr Mann, Andreas III., war 1301 gestorben und 7 Jahre später wurde ihr Vater, Albrecht I. von Habsburg, bei Königsfelden ermordet. An der Stätte dieses Mordes ließ ihre Mutter, Elisabeth, ein Kloster errichten, in das sich Agnes nach dem Tod ihrer Mutter zurückzog. Ihr widmete Meister Eckhart das Buch der Tröstungen, das er übrigens auch selbst niedergeschrieben hat. Königin Agnes, hast du auch den Gemahl und die Eltern verloren, so musst du doch nicht ohne Trost sein, denn zu allen Zeiten geht der Tod unter die Menschen. Und wir sind nicht sicher, weder vor der Hand des Mörders noch vor den Schrecken des Krieges. Und so kommt die eine Betrübnis aus dem Schaden, der Verwandten und Freunden zustößt, die andere aus dem Ungemach, das dir selbst widerfährt, durch Geringschätzung, Verlassenheit und Trauer. Wir beten, dass Gottes Wille geschehe. Wenn er aber geschieht, so klagen wir. Ein guter Mensch soll vertrauen, dass Gott in seiner Güte und Liebe unmöglich zulässt, dass dem Menschen irgendein Leid zustoße, ohne dass etwas Gutes daraus werde und umso größerer Trost daraus entspringe. Kein Gefäß kann zweierlei Trank in sich fassen. Soll es Wein aufnehmen, so muss man notgedrungen das Wasser ausgießen. Das Gefäß muss leer und ledig werden. Darum willst du göttliche Freud und Gott aufnehmen, so musst du notwendig die Kreatur ausgießen. Darum gieß aus, damit du erfüllt werdest. Lerne nicht lieben, auf dass du lieben lernst. Darum willst du Freude und Trost haben und finden in Gott, so sieh zu, dass du ledig seist aller Kreaturen, allen Trostes von Kreaturen. Denn sicherlich, solange dich die Kreatur tröstet und zu trösten vermag, findest du niemals rechten Trost. Wenn dich aber nichts zu trösten vermag als Gott. Wahrlich, so tröstet dich Gott und mit ihm und in ihm alles, was Wonne ist.
Alles Leid kommt her von Liebe und Zuneigung. Drum habe ich Leid wegen vergänglicher Dinge, so habe ich und hat mein Herz noch Liebe und Hang zu vergänglichen Dingen. Und habe ich Gott nicht aus meinem ganzen Herzen lieb und liebe noch nicht das, was Gott von mir und mit sich geliebt wissen will. Eckhart lehrt die Erfahrung eines Trostes, die allein dem inneren Menschen zugänglich ist. Die Erfahrung einer Lebendigkeit und Produktivität, die sich von allen Bindungen freigemacht hat. Hier stockt das Wort allerdings schon, denn da wird nichts gemacht und schon gar nicht freigemacht. Nur weil bedingungslos Ja gesagt wird zu allem, was einem widerfährt, kann sich die Gottesgeburt in der Seele ereignen. Die Hingabe an das volle Leben als Schmerz und Freude, als Liebe und Tod schlägt um in die Erfahrung, ganz von diesem unglaublichen Lebensstrom ergriffen zu sein, den wir Gott nennen. In zahllosen Bildern versucht Eckhart, diesen Vorgang anzudeuten. Und immer wieder wird ihm dabei die Frau zum Bild des Menschen. Wie sie muss der Mensch empfangen, wie sie gebären. Aber auch diese Bilder verwirren sich, ehe das Unsagbare gesagt werden kann. Was ist das nun für eine Frau, die Eckhart der Legende nach bei einem anderen Besuch in einem dieser Schwesternklöster zu sprechen wünscht? Eines Tages klopfte es an der Pforte. Die Pförtnerin öffnete die Tür und fragte: Was ist euer Begehr? Ich möchte Meister Eckhart sehen. Wen soll ich ihm melden? Ich weiß es nicht. Warum wisst ihr das nicht? Weil ich weder ein Mädchen bin, noch ein Weib, noch ein Mann, noch eine Frau, noch eine Witwe, noch eine Jungfrau, noch ein Herr, noch eine Magd, noch ein Knecht. Die Pförtnerin schüttelte den Kopf, verstand nichts, ahnte aber das Besondere an der Situation. Zuerst wollte sie das Tor schließen, dann aber blickte sie in die Augen der Frau. Da ließ sie das Tor offen und eilte davon. Die Pförtnerin kam zu Meister Eckhart, der im Hof saß, und bat ihn: Kommt heraus zu der wunderlichsten Kreatur, von der ich jemals hörte. Lasst mich mit euch gehen und fragt sie nur, wer verlangt nach mir? Meister Eckhart verwunderte sich über die Pförtnerin und erhob sich, um zur Pforte zu gehen. Die Frau stand erwartungsvoll und sah Meister Eckhart voll Hingabe entgegen. Meister Eckhart fragte: Wer seid ihr, die ihr nach mir verlangt? Ich weiß es nicht. Liebes Kind, belehre mich noch genauer, wie du es meinst. Wäre ich ein Mädchen, so stünde ich noch in meiner ersten Unschuld. Wäre ich ein Weib, so würde ich das ewige Wort ohne Unterlass in meiner Seele gebären. Wäre ich ein Mann, so würde ich allen Übeln kräftig widerstehen. Wäre ich eine Frau, so hielte ich meinem lieben einzigen Gemahl die Treue. Wäre ich eine Witwe, so hätte ich ein stetes Sehnen nach meinem einzigen Geliebten. Wäre ich eine Jungfrau, so stünde ich in ehrfürchtiger Ergebenheit. Wäre ich eine Magd, so hätte ich mich Gott und allen Kreaturen in Demut unterworfen. Und wäre ich ein Knecht, so stünde ich in schwerer Arbeit und diente meinem Herrn mit meinem ganzen Willen, ohne Widerrede. Meister Eckhart fragte: So bist du denn alles zusammen und zugleich? Von dem allesamt bin ich nicht eines und bin ein Ding, wie ein ander Ding, und laufe so dahin. Dann strahlte die Frau die beiden an, als hätte sie ein reiches Geschenk zu machen, und verschwand. Nur ein überirdisches Klingen blieb, eine kleine Weile.
Meister Eckhart sagte für sich, so habe ich heute den allerlautesten Menschen gefunden, dem ich jemals begegnet bin. Die Pförtnerin fragte, als ahnte sie etwas, was wollte sie denn von euch? Meister Eckhart erwiderte, dass ich die Seele recht sehe, die schon verwandelt ist in ein göttliches Bild. Und Meister Eckhart schloss das Tor, während ihm das Herz immer weiter aufging. Auf der Suche nach dem allerlautersten Menschen haben Meister Eckhart nicht viele begleitet. Nachdem sich sein Prozess in Köln verschleppte, appellierte er 1327 an den Papst in Avignon und machte sich schließlich selbst zu Fuß auf den Weg in die französische Papstresidenz. Sein Ordensbruder Hermann de Sumo folgte ihm auf eigene Faust, um gegen ihn auszusagen. Aber nach seiner Ankunft in Avignon ließ ihn der Ordensgeneral verhaften. Eckhart stellte sich der Theologenkommission. Mehr wissen wir nicht über ihn. So wie das Jahr und der Ort seiner Geburt im Dunkel sind, so wissen wir auch nicht, wann und wo er gestorben ist. 1327 oder 28, irgendwo auf dem Heimweg von Avignon nach Köln. Erst 1329 erließ Papst Johannes der 22. eine Erklärung, in der 28 Sätze Eckharts verurteilt wurden. Aber können Verurteilungen die Erfahrungen des Mystikers aus der Welt schaffen? 200 Jahre nachdem Eckhart Prior im Dominikanerkloster zu Erfurt war, studierte eben dort Martin Luther. Die Tradition der abendländischen Mystik erlebte im 16. Jahrhundert neue Höhepunkte, unter Protestanten wie unter Katholiken. Und in unserem Jahrhundert erinnert sich eine neue Mystik bei Teilhard de Chardin wieder der Einheit von Gott und Schöpfung. Die Akzente verschieben sich, die Anfeindungen und Missverständnisse bleiben die gleichen. Und immer sind es vom Geist des Meisters erfüllte Schüler, die den meist unterirdischen Traditionsstrom der Mystik fortleben lassen, bis er wieder in einem großen Meister sichtbar wird. Johann Tauler und Heinrich Seuse hatten in Köln bei Eckhart studiert und seine Vorlesungen und Predigten mitgeschrieben. Die Verurteilung von Eckhart traf sie hart, aber nicht unerwartet. Was hat das Ganze mit dem zu tun, diese Worte der päpstlichen Verurteilung, was unser Meister wollte? Wenig. Auch steht in dem Verurteilungsschreiben ausdrücklich, dass er ohnehin alles widerrufen habe, was etwa in den Gemütern Irrtümer erzeugt habe. Was er sagte, ist und bleibt wahr. Aber alles kann falsch verstanden werden. Diese Angst vor Irrtümern. Überhaupt diese Angst. Die Leute, die seine Predigten hörten, hast du je ihre Gesichter gesehen? Die waren ohne Angst, wenigstens für einige Zeit. Er traute den Menschen. Ja. Auch wenn er davon redete, dass man aller Dinge ledig werden muss. Da war kein Ton darin, dass er ihre paar Habseligkeiten und Sorgen schlecht machen wollte. Es gibt zwei Arten, die Welt zu meistern. Sich von den Dingen abwenden oder die Dinge annehmen. Nichts besitzen oder von nichts besessen sein. Eher war das zweite seine Art. Da haben ihn auch seine Feinde nicht verstanden. Ein finsterer Asket wäre ihnen lieber, den hätten sie akzeptiert, auch einen Weltmann. So war er den einen zu fromm und den anderen zu tätig. Er war auch den einen zu gelehrt und den anderen zu verworren. Er hat es nie aufgegeben zu denken. Erinnerst du dich? In Köln, seine Vorlesungen. Manches Mal, da glaubte ich, es war seine Leidenschaft zu erkennen, die ihn in scheinbare Widersprüche entführt hat. Immer wieder, so dass wir ihm kaum folgen konnten. Es ging ein Licht von seinen Worten aus. Auch wo sie die Logik weit hinter sich ließen.
Es war das Licht Gottes. Und er wollte sich jeder Weise entledigen, von ihm zu sprechen. Und doch konnte er nicht schweigen. Und wenn er so redete, wurde er auf eine seltsame Weise wieder einfältig. Und so verstanden ihn die Leute, die keine Theologie studiert hatten. Ich erinnere mich. Er sagte es so: Wenn einer glaubt, in Innerlichkeit, Andacht und süßer Verzückung mehr von Gott zu bekommen als am Herdfeuer oder im Stall, so tut er nicht anders, als ob er Gott nähme, wickelte ihm einen Mantel um den Kopf und schöbe ihn wie irgendein Ding unter die Bank. Denn wenn einer glaubt und wenn einer Gott auf eine bestimmte Weise sucht, so verfehlt er ihn. Wenn einer aber Gott ohne jede Weise sucht, so erfasst er ihn, so wie er in sich selbst ist. Mystik. Gott erfassen, wie er ist. Sich von Gott, wie er ist, erfassen lassen. Eine Erfahrung innerer Sicherheit und Eigenständigkeit. Die Gewissheit, diesen und keinen anderen Weg gehen zu müssen. Von einer Aufgabe unbedingt in Anspruch genommen werden. Einem Menschen unbedingt verbunden sein. Die Erfahrung einer Liebe, die sich nicht umbringen lässt, jedenfalls nicht ein für allemal. Alle diese Erfahrungen sind der mystischen verwandt. Lässt sich nun das, was Meister Eckhart sagt, über die Distanz von einem halben Jahrtausend bringen? Die Leute sagen oft zu mir: Bitte für mich. Und vertrauen auf das, was ich vermag. Dann denke ich: Warum geht ihr aus euch heraus? Warum sucht ihr außen und nicht innen? Warum bleibt ihr nicht in euch selbst und schöpft aus eurem eigenen Gut? Ihr tragt doch alle Wahrheit wesenhaft in euch.